Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Der Sommer hat es, glaube ich, hinter sich. Wir sind wieder zurück am kleinen, geheimen Waldsee. So geheim ist er ja mittlerweile gar nicht mehr. Ich war ja jetzt schon zweimal hier zum Karpfenangeln in den vergangenen Jahren. Und dieses Jahr habe ich jetzt wieder Zeit gefunden und wollte unbedingt nochmal hierher. Denn hier an diesem wunderschönen, kleinen versteckten See habe ich noch eine Rechnung offen. Da hinten sieht man schon erste Fischaktivität. Ich habe hier schon echt tolle Karpfen fangen können, aber der richtig dicke, sofern sie da sind, war noch nicht dabei. Da seht ihr hier die Wellen. Irgendwas war hier gerade an der Oberfläche und das ist mein Plan. In dem Video soll es um das Karpfenangeln gehen, ohne die Aktion großartig vorbereiten zu können. Also ich wohne circa 300 Kilometer entfernt von diesem See hier, kann also nicht vorher, was die meisten Karpfenangler machen, immer mal wieder füttern und so meinen Platz vorbereiten und somit auch eigentlich relativ sicher sein, einen Fisch zu fangen. Aber das ist ja oft so, wenn wir weitere Strecken fahren, wir kommen am Gewässer an, müssen dann versuchen, die Fische oder besser gesagt heiße Plätze, augenscheinlich für uns Angler heiße Plätze zu finden und dann mit sehr attraktiven Ködern drauf zu angeln und so die Fische ohne vorheriges Anfüttern, ohne vorherige Gewöhnungsphasen an unser Futter, an den Haken locken. Ich bin gespannt, der Bulli ist voll. Ich habe dieses Mal bei dieser Session das allererste Mal meinen Sohn dabei. Und deswegen ist das Auto auch komplett vollgekracht. Er ist noch nicht alt, ein Jahr, aber ich habe mir gedacht, jetzt wird es Zeit, ihn das erste Mal mitzunehmen. Ob er in der Kamera auftreten wird, kann ich euch noch nicht versprechen, denn der kleine junge Mann soll das selbst entscheiden dürfen, ob er irgendwann gezeigt wird auf dem Film oder nicht. Aber ich zeige euch mal, wie mein Bulli aussieht. Mit Kind und Kegel auf Karpfen. Na, Fini, da guckst du. Hä? Die Bude ist voll. Und ich packe jetzt aus und dann gehen wir mal zusammen aufs Wasser. Ich habe ein kleines Boot dabei, das darf ich hier einsetzen. Und schauen wir mal, ob wir Glück haben, ob wir einen der großen Fische hier an den Haken bekommen. Auf geht's. Ich habe jetzt soweit das Chaos geordnet und auch meine Routen schon mal vorbereitet. Ihr wart ja schon einige Male mit mir unterwegs zum Karpfenangeln, also es ist kein großes Hexenwerk. Aber ich werde euch morgen nochmal meine Montagen im Detail vorstellen. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, damit die Routen ins Wasser kommen. Ich habe ein relativ simples System hier montiert. Safety Clip Montage mit einem 120 Gramm Blei. Auf der einen Route drei Tigernüsse auf dem Haar. Also wenn ich an Gewässer komme, wo ich vorher nicht füttern konnte, arbeite ich gerne mit sehr attraktiven Ködern. Die Nüsse, die ich jetzt hier dabei habe, muss mal gucken, wo sie drin sind, die liegen, glaube ich, schon ein halbes Jahr bei mir in dem Sud drin. Das riecht richtig krass. Fini findet es auch mega spannend. Und die werden aber nicht schlecht, die werden nur noch saurer und nur noch attraktiver für die Fische. Also dieser Geruch, der für uns teilweise schon unangenehm ist, ist für die Karpfen richtig anziehend, richtig lecker. Auf der einen Route deswegen drei Nüsse. Da werde ich auch ein paar Nüsse drauf füttern. Auf meiner zweiten Route habe ich einen Schneemann montiert, den Pineapple Zombie, also einen gelben Boily mit dem dazu passenden Pop-up. Der stellt sich unter Wasser auf und gelb ist so eine Farbe, da habe ich sehr, sehr viel Vertrauen drin, weil die Fische diese Farbe, vor allem der Pop-up ist ja relativ grell, unter Wasser sofort wahrnehmen, sofort sehen. Der Geruch ist unheimlich süß, riecht richtig stark nach Ananas
Und das sind Köder, die sehr, sehr schnell von den Fischen angenommen werden, ja, auch ohne große Futterkampagnen. Ich habe mir jetzt hier einen zweiten Eimer ein paar Boilies mit rein, in 16 und 20 mm, da werde ich ein paar außen rum füttern. Und so werden wir jetzt heute in die erste Nacht hier am Waldsee starten. Mein Sohn pennt gut bewacht vorne im Bulli. Ich habe hier mein Zelt aufgebaut, ein bisschen weg vom Auto, damit er auf jeden Fall nicht aufwacht, falls irgendwann nachts ein Bissanzeiger loskreischt. Ist ja das erste Mal, dass er dabei ist. Eine ganz spannende Sache auch für mich. Und ihr seht auf jeden Fall, wenn ihr mit einem Kind unterwegs seid beim Angeln, dann habt ihr das Doppelte an Ausrüstung dabei. Also auf jeden Fall haben wir noch einen riesen Windelkoffer im Bulli. Was ganz Spannendes, ich bin ja normalerweise eher jemand, der gerne mit Banksticks angelt. Also die Ruten dann ganz variabel irgendwo stellen kann. Aber ich habe einen ganz coolen Rodpot bekommen und den baue ich jetzt mal mit euch auf, noch schnell vom Auslegen. Der ist hier in diesem Fotorohr, ja, in diesem kleinen, flexiblen Röhrchen. Und das fand ich so stark, da habe ich gesagt, den nehme ich mal mit, den muss ich mal testen. Cooles Teil. Also ein Rodpot, der so klein und flexibel verpackt ist, finde ich mega. Weil zu viel Zeug mit sich rumzuschleppen, ist dann auch irgendwann nervig. Schaut mal, in dem Röhrchen hier ist der ganze Pott versteckt. Zack, fest. Hier könnt ihr auch nochmal die Länge einstellen, wie weit er auseinander geht, den Abstand. Dann genau, dass eure Ruten perfekt drauf passen. Cooles Teil. Montieren auf dem Ufer, Bissanzeiger drauf und dann fahren wir die Köder raus. Euch wird sicherlich aufgefallen sein, ich habe mich hier in die Ecke vom See verzogen. Hier drüben sind überall Schilfgürtel und hier hinten geht es noch ein bisschen ins Landesinnere rein, so ein kleiner Kanal. Hier drüben ist alles relativ gerade und ich spekuliere jetzt schon mit meinen Montagen auf diese kleine Ecke hier hinten, aber das können wir erst genau sehen oder genau planen, wenn wir jetzt mal mit dem Boot drauf gehen und uns das Ganze angucken. Ich nehme kleine Rute mit und ein bisschen Futter, damit die Ruten liegen, denn an so kleinen Seen ist es oft so, vor allen Dingen, wenn man vorher nichts vorbereitet hat. Ich bin ja auch nicht der einzige Angler, der hier unterwegs ist, dass die Fische das checken, ja. Also, dass die Fische sofort merken, wir sind ja auch mit dem Bus jetzt hier reingefahren, parken weiter vorne, also nicht genau am Angelplatz, aber diese Bodenerschütterung nehmen die Fische auf jeden Fall wahr. Und ich denke, da sollte man auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Die Rute oder besser gesagt die Köder sollten lange liegen, damit die Fische dann auch wieder ihre Scheu verlieren und anfangen zu fressen. Viel Angeldruck haben wir hier nicht, aber ich bin nicht alleine und definitiv bin ich mir sicher, dass die meisten Leute, die ja hierher kommen zum Angeln, mit dem Auto hier reinballern und die Fische diese Bodenerschütterung definitiv sofort merken und dann erstmal wupp den Schnabel zumachen. Deswegen jetzt erstmal schnell die Ruten raus, guten Platz suchen, ein bisschen Futter außen rum streuen und dann abwarten. So, wir starten mit der ersten Rute. Ich werde jetzt mal hier vorne in diesen Bereich fahren, wo der See sich so ein bisschen verengt, wo die Schilffelder da am Ufer stehen. Hier hinten geht es nochmal kanalartig weiter in den Wald hinein. Und hier kommen wir jetzt auch richtig in flaches Wasser. Und solche Zugänge, wie ihr sie da hinten seht, sind immer interessant. Da werden immer Fische aus diesem kleinen Arm da hinten hier in den Hauptsee schwimmen und hier irgendwo lang patrouillieren.
Die Wassertiefe mit 2,50, 2,60 hier knapp am Ufer finde ich okay. Überall kommen hier so ein paar Seerosen, Sprengel rauf, ein paar Blätter. Hier werden wir die Nussrute ablegen. Als erstes schaue ich jetzt mal, wie der Untergrund ist. Das ist relativ fest. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre weicher. Viele Karpfenangler suchen hier immer ganz, ganz feste Stellen, feste Bereiche. Aber auch in schlammigen Böden, also in weicheren Böden, ist viel Nahrung zu Hause. Es ist so ein Mischuntergrund, es ist nicht knochenhart. Aber auch nicht richtig schlammig. So ein weicher Untergrund einfach hier in diesen Seerosen. Was ihr auf jeden Fall immer mal machen könnt dann, wenn ihr euch unsicher seid, Köder hoch. Hier habe ich schon was eingesammelt. Und einfach mal dran riechen. Ein Faulschlamm riecht da sehr, sehr schnell. Riecht alles nur nach Tigernuss. Und werden jetzt hier absetzen. Zack, der liegt. So, und jetzt kommen da ein paar Nüsse drauf. Wenn die Fische diese Teile hier finden, dann werden die hier so anfangen zu wühlen. Ich habe jetzt eine Kelle ziemlich komplett gefüttert und die anderen werde ich außenrum ein bisschen streuen. Das reicht schon. Ich will ja die Fische fangen, die da Bock drauf haben, mich satt machen. Beim Zurückfahren ganz wichtig, Rolle offen, die Schnur ein bisschen bremsen, durch die Finger gleiten lassen. Ich habe jetzt hier eine 40er Mono drauf, keine Schlagschnur, die erste Falle ist scharf. Ganz vorsichtig langsam anspannen. Es kann immer sein, dass ihr einen leichten Schnurbogen drin habt beim Zurückfahren, damit sich die Mono legen kann. Jetzt merke ich schon den Druck zum Blei. Bremse einstellen. Ich angel relativ fest. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier geht eine schöne Kante hoch mitten im See. 5 Meter hier ins Flache rein. Hier seht ihr auch überall kleinere Fische stehen. Hier ist ein besserer Fisch. Mit der Rute werden wir jetzt ein bisschen Risiko angeln. Ich mag ja beim Welsangeln Totholz im Wasser. Und auch Karpfen nutzen das sehr gerne, um sich unterzustellen. Und da werden wir jetzt mal richtig hier im Hintergrund, seht ihr das schon, in die Nähe von dem toten Baum da gehen. Ist immer eine risikoreiche Köderpräsentation, aber dort, wo Hindernisse sind, sind auch Fisch. Ja, das ist doch wirklich ein spannender Angelplatz. Ich werde nicht direkt am Baum ablegen, sondern ein bisschen einen Abstand drin lassen, dass ich eine Chance habe zu reagieren.
erstmal wieder unten ein bisschen loten, ein bisschen tasten am Grund. Hier kommt jetzt der Schneemann zum Einsatz, also der Boili mit dem Pop-up oben drüber. Das ist auch wieder so ein Mischuntergrund. Mal Köder kontrollieren. Alles sauber, alles frei. Ich pendel meinen Köder dann immer gerne so raus, lassen auf Tauchfahrt gefühlt. Heben dann nochmal leicht an, um das Vorfach zu strecken. Rute liegt und jetzt haben wir hier ein paar Boilies drauf. Schön verteilt, nicht zu punktuell. Damit die Fische das Suchen anfangen. Warten wir mal ab, was die erste Nacht hier am Waldsee bringt, ob wir schon einen Abnehmer finden. Und ansonsten werden wir morgen ein bisschen umstellen. Aber in der Regel mit diesen Tigernüssen, mit den stark aromatischen, sauren Tigernüssen und mit so einem Schneemann, der so eine ganz auffällige Farbe hat und ganz extrem süßen Geruch, seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wenn dort Fische lang patrouillieren und wenn sie Bock haben und Hunger haben, werden wir, denke ich, bis morgen früh schon einen Huber bekommen. Und ansonsten stellen wir um. Am Baum ist er abgerannt. Der erste Biss auf den Schneemann. Die Ananasboilies. Wenn ich den beikrieg. Ja, hinten dran erzählt mein Sohn. Der sieht jetzt seinen ersten Karpfen live drin. Ui, 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 ui. Ich merke definitiv Seerosenstängel in der Rute, also es ruckelt immer so ein bisschen. Jetzt kommt er. Schon überlegt, ob ich vielleicht ins Boot rein muss. Und aufpassen, dass er mir in die andere Rute nicht reinzieht. Jetzt geht er hier ans Ufer ran. Weiß ich nicht, er ist über die andere Schnur drüber. Ich lege jetzt mal die Ankerrute runter, dass ich ihn da vielleicht drüber kriege nochmal. So, jetzt kommt er hier an. Ich
Da machen sich die kurzen Ruten natürlich super. Hängt er hier vorne ein bisschen in den Hecken. Schöner Schuppi. Ganz schön verballert noch die Jungs. Wahrscheinlich haben sie jetzt im Sommer noch mal abgeleicht. Ein kleiner, aber feiner Schuppi. Ja, der hat den Ananas-Schneemann gleich mal abgeräumt. Und wo der ist, sind definitiv noch mehr. Seht ihr hier diese Schramm am Fisch? Das ist noch vom Laichen. Wahrscheinlich laichen die hier zwei- oder dreimal ab. Ganz frische Schläge drin. Cool. Petri heil. Der Poppy ist noch fit. Den können wir noch mal nehmen. Und der Bodenköder hat richtig gearbeitet, ist richtig weich jetzt. Und das ist aber wichtig. So müssen Boilies bei solchen schnellen Sessions funktionieren. Direkt Geschmacksstoffe ans Wasser abgeben, sich auflösen langsam, dann reagieren auch die Fische sofort drauf. So, wir haben 21 Uhr. Ich habe eigentlich gedacht, erst in der Nacht kracht's. Direkt wieder raus den Stock. Schneemann drauf. Und schauen wir mal. Aber ich denke, dass die Nüsse auch irgendwann Abnehmer finden. Geht eigentlich nichts über eine Nuss, aber den ersten Huber hat jetzt hier der Ananas Schneemann gebracht. Rucki zucki machen wir unsere Montage wieder ready. Hier seht ihr mal, wie krass diese Ananas Pop-Ups leuchten. Ja, also ein richtiges Neongelb. Ich nehme ein 20er Bodenköder, 20 mm, ziehe mir den wieder auf mein Haar drauf. Geiler Geruch, absolut. Und setzt den Pop-Up, den wir schon im Einsatz hatten, wieder oben drüber. Der macht es locker nochmal. Die haben so viel Auftrieb, die Jungs. Der Pop-Up hat übrigens einen Durchmesser von 16 mm. Ziehe den hier rein und nutze jetzt so einen Boilie-Stopper, der sich in den Köder, in den Pop-Up reinzieht. Ich zeige euch das mal aus der Nähe, wie das aussieht. Und wenn ich jetzt ziehe, zieht er sich oben in den Poppy rein, hält also richtig gut. Zieht den Bodenköder daneben. Wichtig ist ein Abstand unten zu eurem Fanghaken. Ich habe hier einen Haken der Größe 6 und schon ist die Montage wieder ready. Fahren wir sie wieder raus. Da kommt noch was heute Abend. Wenn die jetzt schon so angehen, das geht noch weiter.
mal richtig dunkel, kommt der nächste Biss. Und nasse Socken. Wieder ein kleiner Schuppi. Und da ist er, der spritzige Kamerad. Geil. 2-0 für die Ananasbombe. Wup, wup. Alter Falter, wenn das so weitergeht, dann wird heute Nacht nicht viel mit schlafen. Ich hoffe, dass mein Sohnemann von dem Bulli nichts von den Bissanzeigen mitkriegt. Ich werde es dann nachher hier am Ufer leise stellen und auf die Funke umschalten. 2-0. Und es ist noch nicht mal recht dunkel. Weiter geht's. Rute kommt wieder raus. Wieder die gleiche Route. Echt verrückt. Naja, hier im Waldsee kennen sie natürlich keine. Ui. Kennen sie natürlich keine Ananasbeulis. Was ist denn fremd den Jungs? Aber was mich wirklich wundert, ist, dass die Nüsse überhaupt nicht gehen bis jetzt. Das ist wirklich selten. Aber die kurzen Karpfenruten, absoluter Hammer. Bin mal gespannt, ob sie langsam größer werden. Sind hier große Fische drin. Müssen sie nur ins Band bekommen. Same, same. Und wie größer ist er? Schöner Schuppi. Den Poppy hat es weggefetzt. Haken sitzt sicher im Maulwinkel. Schöner, langer Schuppi. Bis jetzt der größte Fisch. Schaut euch mal das Paddel hier an. Die haben schon Dampf. Schönes Schuppenbrett. Sie werden langsam größer. Also das Futter, was wir jetzt nach jedem Fisch gebracht haben, zeigt vielleicht langsam seine Wirkung. Schönes Teil hier aus dem Waldsee. Langer, schlanker Schuppi. Wupp, wupp. Geil. Fisch Nummer 3. So, Leute. Fahren wir sie wieder raus und hoffen wir, dass jetzt mal dicker kommt, aber lieber klein als kein. Auf geht's.
wunderschönen guten Morgen. Finny hat gut ausgepennt. Ich bin noch nicht so fit. Könnte noch ein paar Stündchen Schlaf gebrauchen. Heute früh, 4:30, ist gerade hell geworden, lief wieder die linke Route drüben am Holz ab mit dem Schneemann. Den Schuppi habe ich hier leider kurz vom Ufer am Kescher verloren. Ähnliche Größe wie die anderen. Absoluter Wahnsinn, ja. Also wie gut oder wie schnell die Fische auf die Ananas doch anspringen hier am kleinen geheimen Waldsee. Ich hätte auf jeden Fall nicht erwartet, dass auf die Nüsse so gut wie gar nichts passiert. Vielleicht ist das Rig auch draußen vertütelt. Ich werde es jetzt mal kontrollieren und dann auf jeden Fall auch ein bisschen umstellen. Hier drüben am Schilf, das funktioniert mit den Ananas-Boilies. Da werde ich auch eine Route lassen, werde die jetzt nur vielleicht ein bisschen versetzt anbieten, vielleicht ein bisschen mehr in die Kante reingehen, um dort vielleicht noch einen größeren Fisch abholen zu können. Die Tigernussrute kommt definitiv weg vom Spot. Da werde ich mir ein neues Plätzchen suchen. Da ist nichts passiert. Aber jetzt werden wir es erstmal kontrollieren. Und dann fahren wir mal raus und schauen mal weiter. Was ein herrlicher Tag. Jetzt schafft sogar die Sonne noch mal richtig rauszukommen. Die erste Rute lassen wir am Spot, der gelaufen ist. Das wäre auch Quatsch, hier was anderes zu machen. Hier sind ja definitiv Fische. Ich werde den Futterplatz jetzt nur etwas vergrößern, also dass die Fische mehr suchen müssen. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr Futter bringen. Feld etwas größer ziehen. Den Spot hier haben die Fische ja gestern echt gut angenommen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt sogar zur Mittagszeit mal ein Biss. Vielleicht anheben. Eine Hand werfen wir noch drauf. Da schauen wir mal, ob wir irgendwo hier nirgendwo einen markanten Punkt finden. Hier geht jetzt ein richtiger Hügel im See hoch. Stehen auch Fische drauf. Das Ganze werden wir jetzt mal mit Blei abtasten, den Bereich hier unten. Hier ist knochenharter Grund. Hier ist es wirklich knochenhart. Ich bin eigentlich eher ein Angler, der immer gerne in so Hindernissen, in Ecken und so weiter ufernah die Köder präsentiert, weil da unheimlich viel Fisch immer unterwegs ist. Aber vielleicht haben wir hier die Chance, irgendwo an einen Fisch ranzukommen, der neben dem Schwarm schwimmt. Auf jeden Fall richtig fest hier unten. Schauen wir mal den Köder an. Ein kleines Blatt war dran. Ich
hier kommt das nächste Seerosenfeld im Hintergrund. Knapp daneben. Könnten wir doch mal so eine Montage legen. Das erste, was ich jetzt machen werde, ich werde mir jetzt hier meinen Marker setzen, damit ich den Platz auch bei Nacht wiederfinde. Ist zwar nicht so enorm schwer, ja, bei so einem kleineren Gewässer, aber dann habt ihr wenigstens was im Auge, was ihr anfahren müsst, wo wir ganz zentriert, ganz punktuell ein bisschen Futter bringen, um vielleicht einen großen Fisch, der neben dem kleinen ein bisschen außerhalb schwimmt, ans Band bekommen zu können. Ich nehme hier so eine ganz normale Haarboje, das kennen die meisten. Ich fahre jetzt an den Spot nochmal ran. Setze die Boje so circa 4-5 Meter hinter meinen eigentlichen Angelplatz, um zu vermeiden, dass die Fische reinballern auf der Flucht. Ich lasse jetzt erstmal die Boje runter und taste mit der nochmal hier am Grund. Ich habe dann schweres Blei dran, 300 Gramm, und da kann ich halt wirklich toll auch tasten und merke, ob da noch Pflanzen jetzt hochkommen, wie die Bodenbeschaffenheiten sind, ob das Blei irgendwo hängen bleibt. Hier hat es jetzt eben gehangen. Sieht es gut aus. Na, probieren wir mal aus. Gestern brachte die Rute nichts. Jetzt am neuen Platz kann es ja nur besser werden. Ja, hier lassen wir sie liegen. Schon mal ein bisschen Futter. So, schauen wir mal, ob der Plan aufgeht. Und ob wir jetzt vielleicht auch die zweite Rute, die linke Rute, haben wir jetzt auf einen anderen Platz gelegt. Und die Rute, die gestern gelaufen ist, liegt jetzt rechts, noch drüben am Totholz. Und die hier an dem kleinen Plateau zur Seemitte hin. Ob wir die jetzt auch ins Laufen bekommen. Ja, wer sagt's denn? Mittags kommt die nächste Aktion und diesmal auf die Route mitten im See auf dem kleinen Plateau. Ein bisschen aufpassen wegen der anderen Schnur. Ich glaube, da ist er aber schon drüber. Müssen wir kurz hier die Ruten tauschen. Zack. Thank you.
Uiuiuiui. Der gibt noch mal Gas. Und eingesackt. Eigentlich wollte ich ja draußen auf dem neuen Spot in der Seemitte die Fische fangen, die nicht mit dem Schuppischwarm unterwegs sind, aber die Schuppis stehen auf die Ananasbeulis. Ja, Till, siehst du, der nächste Karpfen. Till freut sich. Fisch Nummer 4 knallt auch mittags, wenn die Rute am richtigen Platz liegt. Ich freue mich auch. Wupp, wupp. Ist ein großer? Unglaublich, eben die Rute abgelegt, 10 Minuten später pfeift er voll ab. Aber der hat sich draußen irgendwo festgeschwommen. Kompletten Druck auf der Rute, aber keine Bewegung drin. Müssen wir jetzt rausfahren. Das erste Mal, dass sich da jetzt ein Fisch irgendwo festgesetzt hat. Aber wenn ich jetzt ziehe, riskiere ich halt definitiv ein Ausschlitzen des Hakens oder ein Abreißen des Fisches. Fahren wir dem lieber mal ein Stück entgegen. Es ist immer sicherer, dem Fisch dann entgegenzufahren, wenn ihr ein Boot einsetzen dürft, wenn er irgendwo fest ist. Ich mache jetzt auch kaum Druck auf den Fisch. Ich fahre einfach nur mit dem E-Motor in die Richtung, wo die Schnur hinführt. Und dann kommt er meistens aus den Seerosen raus. Du merkst so ein richtiges Geruckel in der Rute. Schauen wir mal, ob es klappt. Daumen drücken. Bis jetzt merke ich noch nicht, dass der Fisch noch dran ist. Aber müsste eigentlich, sonst würde ich ja meine Montage jetzt schon hochziehen. Oben schwimmen ein paar Seerosenstängel schon an der Oberfläche rum. Also irgendwo ist er durchgeballert. Ja, der Fisch ist noch drauf. Jetzt nimmt er hier Fahrt auf. Guckt mal, wo die Schnur hingeht.
ins Holz da drüben rein. Oh ne, ist abgebogen. Ob wir den kriegen. Hier drüben hat er gebissen und hier ist er rüber ins Holz geschossen. Ah ja. Eieiei. Da fahren wir langsam mal hin. Das sieht richtig fest aus hier unten. Hier sehe ich schon die Baumkronen. Noch spüre ich was. Vielleicht haben wir Glück. Ein bisschen wegziehen, rückwärts fahren mit dem E-Motor. Vielleicht kriegt man da noch mal rausgezogen. Ich spüre den Fisch auf jeden Fall noch. Da kommt er. Ui, ein guter Spiegler. Jetzt braucht man ein bisschen Glück. Ja, ja. Draußen aus dem Holz. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ja, da haben wir jetzt Glück gehabt. Seht ihr hier drüben den Baum? Da ist er rein marschiert. Der erste Spiegler draußen auf dem Futterplatz. Da kommt er. Wahnsinn, Wahnsinn. Super. Also, dass wir den jetzt hier nochmal so leicht aus dem Holz rausgekriegt haben. Dickfisch. Aber zum Angeln gehört immer Glück dazu. Super. Da ist er. Na komm. Na komm, mein Freund, komm. Und drin. Mega. Also es hat sich, glaube ich, schon ausgezahlt, eine Rute an einem neuen Spot zu setzen. Ich zeige euch mal. Kein Riese, aber ein ganz toller Fisch. Ein ganz, ganz toller Fisch. Ich freue mich auf jeden Fall. Du bist der beste Angler, den ich kenne. So. Fahren wir sie wieder raus. Es wird langsam Abend. Die Sonne hat richtig Kraft heute gehabt. Also ganz anderes Wetter als gestern. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Auf der Suche nach dem Monster hier vom Waldsee. Alles wieder scharf machen. Obwohl... Das Rig fängt ja eigentlich noch mal, oder? Ist ja ganz frisch. Legen wir die gleich wieder. Guter Platz, junger Mann. Was meinst du? Ja. Da sieht gut aus. Da gehen sie an, oder? Ja. Könnte schon sein. Also das war, glaube ich, eben einer der schnellsten Karpfen, die ich jemals fangen konnte. Die Rute lag keine 10 Minuten auf dem Spot und schon pfeift das Ding ab. Wahnsinn. So, jetzt
die Route noch mal drüben scharf machen am Schilf, am Totholz, und dann kann die Dämmerung kommen. War jetzt schon mal ein Spiegler dabei, das freut mich. Also aus der Familie der Schuppis ist der ausgebrochen. Vielleicht liegt es auch an dem Platz mitten im See, dass wir ein bisschen von dem Hauptplatz weggegangen sind, wo wir gestern die ganzen Aktionen hatten. Weil drüben an dem Schilfgürtel am Totholz kam jetzt tagsüber überhaupt keine Aktion. Und mitten im See, dort wo wir unseren Marker gesetzt haben, jetzt schon 2 Fische. Insgesamt haben wir jetzt 5 Fische. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ob das Monster hier der Urkarpfen vom kleinen geheimen Waldsee noch kommt. Beide Fallen sind wieder scharf. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin aber wieder guter Dinge für die Nacht. Also sieht echt gut aus, wie die Fische das Futter jetzt annehmen. Ich denke, es wird eine richtig tolle Angelnacht uns bevorstehen. Wenig Schlaf, viel Fisch, genauso wie Karpfenangeln sein muss. Das müsst ihr mir echt mal erklären, woran das liegen kann. Gestern kamen alle Fische drüben am Holz, am Schilf. Liegt immer noch eine Rute. Und jetzt läuft draußen der Spot. Da muss ich aufpassen, dass er hier nicht an die Schnur reingeht. Jetzt läuft nur noch die Route draußen auf dem Plateau, also auf dem Anstieg. Wieder ein Schuppi. Kämpfer. Na komm, abgesackt. Petri Heil. Also ich habe definitiv schon mal schlechter gefangen. Den können wir gleich wieder, so wie er ist, rausfahren. Ein schöner, langer Schuppi. Wop, wop. Cool, das macht richtig Spaß. Also es ist wirklich bemerkenswert, was dieser neue Platz draußen am Marker ausmacht. Entweder haben wir durch Zufall eine Zugrute von den Karpfen getroffen und fangen die jetzt da draußen ab, bevor sie hier auf das Ufer treffen. Aber seitdem da draußen eine Rute liegt und auch Futter drauf gekommen ist, passiert hier drüben am Schilfgürtel, am Totholz, überhaupt nichts mehr. Also das muss mir mal jemand erklären. Also ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass da drüben am Schilfgürtel ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, dass dort ein dicker Karpfen vorbeizieht und wir dort unseren Big Fish bekommen. Aber es ist wirklich verrückt. Ja, also ich habe eigentlich gedacht, dass es da drüben weiterhin ballert, läuft, und war mir relativ sicher, dass draußen an dem Spot erstmal weniger passiert. Aber jetzt hat es komplett umgeschlagen, also wie wenn die Fische wirklich hier so durch den See über diese Landzunge da draußen drüber ziehen und dann hier in dieses Ufer reingehen. Es kann wirklich sein, dass ich mir mit der Route da draußen am Marker hier drüben dieses Ufer jetzt irgendwie zugemacht habe. Aber warten wir mal ab. Die Nacht ist noch jung, hat noch nicht mal richtig angefangen, noch immer haben wir Licht. Aber ich glaube, heute
in der Dunkelheit, in der zweiten Nacht hier am Waldsee, wird noch einiges an Arbeit auf uns zukommen. Aber deswegen sind wir hier. Die Route draußen auf dem Plateau. Unglaublich. Unglaublich. Merkt wieder ein paar Seerosen in der Schnur. Wahnsinn, aber alles eine Größe. Geile Fische, aber ich glaube hier am Waldsee müssen definitiv mal ein paar Karpfenangler herkommen, ein bisschen Futter bringen, damit die Jungs ein bisschen wachsen. Guck mal, wie er seinen Paddel stellt. Toller Schuppi. Ich glaube, es ist jetzt der siebte Fisch. Und das Verrückte ist, fast nur noch auf dem Plateau in der Seemitte knallt es jetzt. Drüben am Schilf komplette Ruhe. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe mehr Schlaf bekommen als erwartet. Gegen Mitternacht der letzte Fisch, bei dem war der noch dabei, und dann gegen 4:30 kam noch eine Aktion. Da bin ich schlaftrunken aus dem Zelt rausgestürzt und konnte wieder einen Schuppi in der üblichen gewohnten Form hier vom Waldsee fangen. Kamera war da nicht am Start, das habe ich alles nicht so richtig koordinieren können. Die Sonne lacht, die brezelt schon wieder richtig aufs Zelt drauf. Wir haben 7 Uhr. Es gibt einen schnellen Muntermacher, eine schnelle Stärkung. Und dann werde ich noch mal mir den Spot drüben am Schilf genauer anschauen. Für mich ein absolutes Rätsel, dass da drüben, wo es so gut losging, plötzlich überhaupt nichts mehr passiert und alle Fische draußen an der Kante in der Seemitte beißen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben, ob euch schon mal sowas Ähnliches passiert ist oder was ihr denkt, woran es liegen könnte. Ja, wir haben ja auch auf beiden Routen aktuell die gleichen, komplett gleichen Köder drauf. Also es kann nicht sein, dass wir mit irgendwas angeln, was die Fische nicht mögen. Aber der eine Spot, der so gut losging, ist plötzlich mausetot und dafür rennt der Platz draußen im See. Im Endeffekt ist es ja auch wurscht, woran es liegt, aber ich bin gespannt, ob ihr schon mal ähnliche Erfahrungen machen konntet und würde mich über eure Kommentare unter dem Video freuen. Bis heute Mittag werde ich noch am See bleiben, dann raffe ich langsam mein Zeug zusammen. Das Wochenende steht vor der Tür, es werden bestimmt auch ein paar andere Angler hier an den See rauskommen. Ich habe die Zeit jetzt hier sehr, sehr genossen. Endlich mal wieder Karpfen angeln. Und dabei spielt es auch nicht immer für mich die größte Rolle, auch richtige große Ausnahmefische fangen zu müssen. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht ein paar Stündchen haben wir ja noch, kommt ja noch der Urkarpfen hier vom Waldsee. Vielleicht sind sie auch gar nicht da. Ja, es ist ein ganz kleines, natürliches Gewässer, wo wenig Karpfenangler unterwegs sind. Und damit kann es natürlich auch definitiv zusammenhängen, dass die Fische nicht so unendlich schwer sind. Denn meistens kommen diese extrem großen Karpfen
auch aus Gewässern, wo viel Angeldruck ist, wo viel Futter ins Gewässer reinfliegt und die Fische dementsprechend natürlich abwachsen. Es hat mega Spaß gemacht, es ging richtig gut vorwärts, auch ohne große Vorbereitung. Ui, 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 da läuft der Nächste. Meine ganze Futterboje mit eingesammelt, hat den Marker mit eingesammelt, am Marker vorbeigeschossen, hier hinten kommt er. Schon komplett abgewickelt. Weiter geht die wilde Fahrt. Seerosen hier reingeschossen, also gucken, ob wir dann rausbekommen. Ja, das sind diese kurzen Ruten wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, ganz tolle Aktion. Und hier, vor allem wenn man ein Boot einsetzen darf, braucht man auch nicht gerne zu riesen große Karpfen stecken. Schöner Schuppi. Ein schöner Schuppi kämpft da hinten wieder. Voilà. Mit den Schuppis habe ich es definitiv. Ein Spiegler und sonst nur Schuppenkarpfen. Fisch hier ein bisschen von den anderen Seerosenfeldern fernzuhalten. Da hab ich ihn. Super.
schöner Schuppi. Wahnsinn. Da ist doch wirklich die Größe plötzlich komplett nebensächlich. Toller Fisch. Toller Fisch. Ja, Fini freut sich mit uns und wird wahrscheinlich jetzt auch meinen Sohn aufwecken, der im Bulli pennt. Rute liegt wieder auf dem Spot. Der Köder war noch einsatzbereit. Beide Bullis waren noch fängig. Vielleicht habe ich ja noch in den letzten paar Angelstunden jetzt hier Glück, bis es heute Mittag nach Hause geht. Mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Es geht natürlich nicht immer, dass man beim Angeln den einen riesigen Ausnahmefisch fangen kann. Und dann stellt sich natürlich auch oft die Frage, was ist besser? So richtig Aktion zu bekommen, wie wir jetzt das Glück hatten, 8 Fische innerhalb von 2 Tagen ohne große Vorbereitung an einem weit entfernten Gewässer oder viele, viele Tage sitzen und dann dafür den einen Giganten vielleicht fangen können. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir hat es richtig Laune gemacht. Ich war lang nicht mehr jetzt zum Karpfenangeln unterwegs und freue mich, dass es so gut geklappt hat und dass so tolle Fische gefangen wurden. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, alles Gute für euch und natürlich dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.